Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 verzeichnen die Südbrandenburger Industrieunternehmen. Konkret 16% Umsatzsteigerung. Das ergab eine von der Industrie- und Handelskammer beauftragte statistische Auswertung. Beigetragen hat zu dieser positiven Entwicklung, dass die Industriebetriebe neue Märkte im Ausland erschließen konnten. Zu den besonders starken Wachstumsbranchen gehören die chemische Industrie und das Ernährungsgewerbe. Einen regelrechten Boom gab es im Wirtschaftszweig Herstellung von Metallerzeugnissen. Vielleicht boomt es in der Tourismusbranche ja in der Zukunft, neben dem Spreewald auch am Cottbuser Ostsee. Daran glauben und arbeiten immer mehr Leute. Der Ball fliegt hier gerade zum ersten Mal über das Netz, denn die SG Wilmersdorf steht nicht nur für den Fußball. Zum Skaten, Laufen und Radeln gesellt sich seit gestern auch Beachvolleyball. Die neue Anlage auf dem Sportgelände macht es möglich. Da freut sich auch Ortsvorsteherin Anke Schulz. Die Sportgemeinschaft bietet jetzt nämlich noch mehr Vielfalt. Da kann sich unsere SG Wilmersdorf breiter aufstellen und wir können uns hier schon vorbereiten auf unseren Ostseestrand in Wilmersdorf. Und dort soll ja auch eine Beachvolleyballanlage entstehen. Der Cottbuser Ostseesportverein ist mit an der Idee beteiligt, denn die zukünftigen Anwohner und Ostseebesucher sollen aktiv Sport machen können. Und das nicht nur am, sondern auch rund um den See herum. Das ist so der erste wirklich sportliche Teil, den der Ostseesportverein für den Ostsee installiert, in Kooperation mit der SG Wilmersdorf. Deshalb auch hier in Wilmersdorf, nahe dem Ostsee. Und das ist einfach für alle da, die Beachvolleyball betreiben wollen, die Beachvolleyball spielen sollen. Hier kann auch kommen, wer Lust hat dazu. Die Anlage ist nämlich für jeden zugänglich. Wer hier spielen will, muss kein Vereinsmitglied sein. Um den Plan des Ostseesportvereins zu verwirklichen, braucht es Sponsoren. Unter anderem unterstützt die weiteren Projekte auch der Landessportbund Brandenburg. Dieses Infrastrukturprojekt ist natürlich eine wegweisende Geschichte hier in Cottbus und natürlich nicht nur für Cottbus, sondern über die Grenzen von Cottbus hinaus. Und deswegen haben wir als Landessportbund Brandenburg auch Interesse, die Sache zu unterstützen, weil natürlich viele Sachen mit Sport passieren. Wenn der See geflutet ist, ist es eine super Möglichkeit, um dann am Rand des Sees oder auf dem Wasser Sport zu treiben. Da soll demnächst also noch mehr kommen. Das Beachvolleyballfeld am Sportplatz der SG Wilmersdorf steht ab sofort für Angaben und Schmetterbälle bereit. Und erstes Cottbuser Ostsee-Feeling gibt es gratis dazu. Oberbürgermeister Holger Kelch begrüßt die neue Haltung seines Frankfurter Amtskollegen René Wilke, die Ausweisung straffällig gewordener Flüchtlinge zu prüfen und zu veranlassen. Hintergrund ist ein Überfall auf einen Frankfurter Club, der durch eine Gruppe Syrer verübt worden sein soll. Kelch erklärt, dieser Sinneswandel ist notwendig, um der Personen Herr zu werden, die meinen, sich nicht an die hiesigen Regeln halten zu müssen. Zudem begrüßt der Cottbuser Oberbürgermeister, dass die Landesregierung zumindest der Stadt Frankfurt-Oder Unterstützung signalisiert habe. Diese Kooperation sei mit allen Kommunen nötig, die durch den teils überproportionalen Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern Probleme haben. Nun geht's mit der Kamera ins Sächsische Revier. Auch dort soll es noch auf längere Sicht zuverlässigen Strom aus Braunkohle geben. Aktuell hat sich der Wasserdampf im Kühlturm des Blocks Q verzogen. Stillstand herrscht im Kraftwerk Boxberg aber trotzdem nicht. Der Kraftwerksblock, der sonst 900 Megawatt Energie liefert, ist zurzeit in Revision. Diese Prüfung wird alle 5 Jahre durchgeführt, um die Versorgungssicherheit des Kraftwerks zu gewährleisten. Seit Anfang August wird die Anlage auf Funktionalität überprüft. Die Schwerpunkte sind hier die Heizflächen sowie die Instandsetzungsarbeiten an der Turbine und am Generator. Das können Sie ein bisschen so vergleichen wie zu Hause. Ihr Auto müssen Sie auch turnusmäßig zur Inspektion geben. Und genauso müssen wir das hier auch mit unserem Kraftwerk machen. Wir inspizieren alle hochbelasteten Bauteile, schauen, was zu machen ist, reparieren. Und danach haben wir wieder die Gewissheit, dass wir sicher und zuverlässig, sag ich mal, produzieren können. Eigens für die Revision sind rund 800 Beschäftigte im Einsatz. Ein Drittel der Arbeiten ist schon abgeschlossen. Die ersten Teilinspektionen sind bestanden. Derzeit wird der sogenannte Turbosatz durchleuchtet. Dazu wurde unter anderem auch der Generator demontiert. Der Rest des Kraftwerks läuft aber wie gewohnt weiter und produziert Strom. Natürlich sind unsere anderen drei Blöcke, die wir hier am Standort haben, sicher und zuverlässig
in Betrieb. Man kann sogar dazu sagen, dass in der jetzigen Zeit wir mehr denn je gebraucht werden, um die Erfordernisse, die Anforderungen des Energiemarktes zu erfüllen, insbesondere dort der Energiewende. Die Revisionen werden etwa 2 Jahre im Voraus geplant. Im Kraftwerk Boxberg ist Michael Czernich dafür zuständig. Er arbeitet seit seiner Ausbildung hier. Mittlerweile sind das 40 Jahre. Genau wie die Dampferzeuger brennt auch der 56-Jährige für seinen Job. Revisionen sind für ihn immer wieder ein Erlebnis. Keine Revision ist gleich. Jede Revision stellt die Mitarbeiter und uns auch vor allen Dingen als Revisionsleitung vor neue Herausforderungen. Deswegen ist der Job so interessant. Man weiß manchmal nie, was am anderen Tag geschieht, welche Befunde stellen sich ein. Und dann muss man mit viel Kraft und Engagement rangehen, um den Zieltermin zu halten. Nach etwa 6 Wochen sollen die Revisionsarbeiten abgeschlossen sein. Dann folgt die Nacharbeit und es wird analysiert, was man noch verbessern kann. Am Ende geht der Block wieder ans Netz. Michael Czernich muss dann aber schon die nächste Revision planen. 2019 soll das Werk 3 überprüft werden. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag oder am Mittwoch, 21. oder 22. August 2018 in der Zeit zwischen 13 und 15.30 Uhr ereignet haben soll. Ein Grundschüler wurde im Bereich einer Bushaltestelle in der Franz-Mehring-Straße gegenüber dem Warmbad durch 2 unbekannte Männer aufgefordert, gegen seinen Willen auf ihr Fahrrad zu steigen. 3 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren haben dem Jungen geholfen und brachten ihn wohlbehalten nach Hause. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Besonders die Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cottbus-Spreeneiße zu melden. Das geht auch unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Hier kommen die Kurznachrichten. Pele fällt aus. Energietrainer Klaus-Dieter Wollitz wird morgen operiert. Laut Medienberichten hat er schon länger Knieprobleme. Die machen sich gerade am Spielfeldrand und bei langen Auswärtsfahrten bemerkbar. Eine Operation sei dringend nötig. Wie lange er nun genau ausfällt, steht aber noch nicht fest. Das nächste Spiel des FCE ist am Freitag um 19 Uhr. Dann beginnt die 2. Runde des brandenburgischen Landespokals gegen den Angermünder FC. Stadt setzt auf Bürgerbeteiligung. Das wendische Viertel in der Innenstadt soll energetisch saniert werden. Fachplaner untersuchen zurzeit die Sanierungsmöglichkeiten. In die Planung sollen auch die Ideen der Bürger mit einfließen. Morgen lädt die Stadt deshalb zu einer Bürgerveranstaltung. Los geht es um 18 Uhr im Stadthaus am Erich-Kästner-Platz. Jeder kann dort seine Anregungen mit einbringen. Auch das Thema zukünftige Mobilität am Standort soll besprochen werden. Kleine Triathleten. Am Samstag beginnt der 11. EG Wohn Schülertriathlon. Alle Grundschüler können daran teilnehmen. Der Wettkampf beginnt ab 9.30 Uhr im Schwimm- und Freizeitbad Lagune. Auf dem Plan stehen Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Anmeldungen sind noch bis morgen 20 Uhr möglich. Ausrichter ist die EG Wohn und der TSV Cottbus. Was fällt wohl den meisten Leuten spontan ein, wenn vom Ortsteil Sachsbohr die Rede ist? Die Sachsbohr Dixieland Stampers, der Heimat- und Trachtenverein oder etwa die Mülldeponie? Das würden uns aber jetzt die Mitglieder vom Sportverein Motor Cottbus Sachsbohr etwas übel nehmen. Immerhin gibt's den Verein schon seit über 100 Jahren. Da ging später dann der Kraftverkehr Cottbus mit rein, deshalb auch der Name Sportverein Motor. Überregional haben die Freizeitsportler längst so manche Trophäe mitgebracht. Ganz aktuell ist da aber aus einem anderen Grund gute Stimmung. Endlich können die Frauen des SV Motor Cottbus Sachsbohr wieder in ihrem Raum trainieren. Jetzt aber auf neuem Fußboden und in ganz neuer Atmosphäre. Der Mehrzweckraum im Obergeschoss des Vereinshäuschens wurde komplett renoviert. Die Sparkasse Spree-Neiße hat hier mit 2.000 Euro unterstützt. Glückspilz Winnie profitiert selbst davon. Schließlich kann er hier gleich mal eine Runde mitmachen. Noch im Juni waren die Vereinsmitglieder mitten in den Renovierungsarbeiten. Die Sachsbohrer gehen die Projekte hier fast alle in Eigenleistung an.
20 Jahre war der Raum schon alt, eine kleine Schönheitskur war hier also dringend nötig. Jetzt, wo alles fertig ist, ist Vereinsvorsitzender Udo Lenz nicht nur froh über die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Spree-Neiße, sondern auch stolz auf die Arbeit der Mitglieder. Wir haben hier mit den Sportlern sehr viel Zeit reingesteckt. Wir haben hier das alles in Eigenleistung erarbeitet. Hier hilft jeder Pfennig, sage ich mal so. Aber hier sind es ja nicht nur Pfennige. Die Sparkasse hat ja hier doch recht großzügig mit Geld agiert, um also mit dem PS-Sparen oder mit der PS-Lotterie Vereine zu unterstützen. Und auch wir haben hier, wie gesagt, 2000 Euro bekommen. Letztendlich können wir nur ausdrücken, wir haben uns das so gewünscht, wir haben uns das so vorgestellt, wir haben das gemeinsam geplant im Vorstand und auch mit den Mitgliedern, die hier oben aktiv sind. Und es ist genauso geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Früher mussten sich die Frauen den Raum auch noch mit den Billardspielern teilen. Die sind aber schon vor 6 Jahren nach unten gezogen. Durch eine andere PS-Lotterieausschüttung konnten sie sich einen eigenen Raum einrichten. Und das hat scheinbar zum Erfolg mit beigetragen. In diesem Jahr ist die erste Mannschaft im Billard des SV Motor Cottbus Sarsbo in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Uwe Hoffmann ist stolz auf die Kollegen. Er selbst spielt hier Kegelbillard in der Kreisliga. Seit 10 Jahren ist er nun schon im Verein dabei. Das ist also durch den Dorfgequatsche, kann man mal so sagen. Ein Kollege hat mich angesprochen und willst du nicht Billard spielen? Das war vor gute 10 Jahren und dann haben wir in anderen Räumen angefangen zu spielen und es hat auch Spaß gemacht. Das macht immer noch Spaß und darum gefällt es mir auch hier so sehr. Und es ist ein Hobby für uns geworden, alles für die meisten und es macht Spaß, es ist schön. 3-mal in der Woche treffen sich er und seine Kollegen hier zum Training. Wenn der Pilzbauch nicht so stören würde, könnte Winnie wahrscheinlich auch schon in der Liga mitspielen. Die Billardspieler können den neuen Raum oben natürlich trotzdem noch nutzen. Schließlich ist er für alle im Verein da. Hauptsächlich trainieren hier die Frauen und im Winter auch die Kindersportgruppe. Der Raum kann aber auch für Feiern hergerichtet oder bei Versammlungen genutzt werden. Eben für alle Dinge, die in Sarsbo so anfallen. Und die kennt auch Elisabeth Buck. Als Geschäftsstellenleiterin der Geschäftsstelle Zuschka hat sie sich dafür eingesetzt, dass 2000 Euro vom Zweckertrag der PS-Lotterie in den SV Motor Cottbus Sarsbo fließen. Und Sparkassendirektor Nord André Müller würde bei dem Rasen gern selbst aktiv werden. Ja, hier beim SV Motor Sarsbo, das ist eine wunderschöne Anlage, die wir hier vorfinden. Wenn man sich hier umschaut auf dem saftigen Grün, auf dem Fußballplatz. Ich selber bin auch Fußballer, von der Warte her freue ich mich, das hier so zu sehen. Und wir waren ja gerade drin gewesen in dem neuen Vereinsraum, den man neu gestaltet hat. Die Wände neu gestrichen, den Boden neu gemacht. Und das sind optimale Bedingungen, natürlich auch für die Mitglieder der Gymnastiktruppe. Und wir freuen uns als Sparkasse Spree-Neiße, dass wir hier dem SV Motor Sarsbo auch finanziell unter die Arme greifen konnten. Der Verein ist mittlerweile von damals 30 auf jetzt 270 Mitglieder gewachsen. Angefangen hat um 1910 alles mit Fußball. Viele weitere Sportarten wie eben Billard, Tischtennis oder Volleyball sind im Laufe der Zeit dazugekommen. Laut Udo Lenz ist hier aber vor allem die Gemeinschaft über die Jahre gewachsen. Für uns ist es ein Teil des Lebens. Wir sind hier mit kompletten Familien involviert. Also sowohl meine Familie ist hier komplett im Sportverein organisiert, als auch die ganze Verwandtschaft hier, die aus Sarsbo entstammt, sind hier tätig. Meine Schwiegereltern waren hier lange als Platzwart und als Kantinenwirt mit tätig. Und es ist ein Stück, sage ich mal, Heimat immer wieder. Als größter Verein im Ort will man Mittelpunkt für die Bürger sein. Das ist für viele hier im Ort schon geschafft. Für Udo Lenz ist der Verein aus Sarsbo jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Wünsche werden wahr mit der Sparkasse Spree-Neiße und dem PS Lotteriesparen. Für nur 5 Euro im Monat kaufen Sie ein Los. 4 Euro davon werden gespart. Mit dem verbleibenden 1 Euro können Sie das Glück herausfordern. Jährlich werden Geld- und Sachgewinne von über 19 Millionen Euro verlost. Und Sie unterstützen mit jedem Los viele gemeinnützige Ideen und Projekte in unserer Region. Lose erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen und jetzt auch unter sparkasse-spree-neiße.de. Sparen, gewinnen und Gutes tun. Seit 25 Jahren. Musik.
Was wäre für viele von uns ein Leben ohne ihren Verein? In Cottbus gibt es allein rund 150 Sportvereine, in denen sicher auch heute Abend wieder abwechslungsreiche und freie Stunden gemeinsam verbracht werden. In diesem Sinne viel Freude und machen Sie es gut! Ich laufe. Ich laufe. Ich springe. Ich springe. Ich fliege. Ich fliege. Ich gehe. Ich gehe. Ich schaue. Ich schaue. Ich renne. Ich renne. Ich denke. Ich denke. Ich lebe. Ich lebe. Ich träume. Ich träume. Doch bei der EG Wohnen wache ich auf und weiß, dass ich zu Hause bin. Wenn du von deiner eigenen Wohnung träumst, komm zu uns. Wir beraten dich gern zum ersten Schritt in deine Unabhängigkeit. Lass uns gemeinsam deine Träume wahr werden. EG Wohnen. Hier bin ich zu Hause. Präsentiert 6. September 18 Uhr Spree Auenpark Cottbus. Come together, run together. Regionale und Cottbuser Firmen präsentieren sich beim 8. DAK Firmenlauf Cottbus. Registrieren Sie Ihre Läufer jetzt unter firmenlauf-cottbus.de. Präsentieren Sie Ihre Firma mit Spaß beim 8. DAK Firmenlauf Cottbus am 6. September im Spree Auenpark Cottbus. Die Nacht zum Mittwoch wird fast sternenklar. Die Temperaturen gehen auf minimal 14 Grad zurück. Der Mittwoch soll bis 26 Grad warm werden. Immer wieder mal kleine Wolken am Himmel, überwiegend scheint aber die Sonne. Auch der Donnerstag bringt uns traumhaftes Spätsommerwetter. Wieder sind 25 Grad drin, meistens sehen wir die Sonne. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spree-Neiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
einmal aufsteigt, will nicht mehr runter. Jetzt Probe fahren. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg.